Guten Abend zu Hause und herzlich willkommen im Studio zur erfolgreichsten Gameshow der Welt. Ihrem Glücksrad bei Kabel 1. Und hier kommt der Mann, der von seinem Glück heute wieder ein Radl abschneiden lässt. Hier ist Frederik Meissner. Dankeschön, Hans. Herzlich willkommen. Ah, hier ist eine ordentliche Stimmung. Ihnen geht's auch gut? Bestens. Wissen Sie eigentlich, was sich angesammelt hat im Jackpot der SKL mittlerweile? 110.000. Genau, 110.000 D-Mark. Gut aufgepasst. Ja, das freut uns. Und so ist es. Und jetzt spiele ich gleich mit drei Saalkandidaten. Ich habe eine schöne Schätzfrage. Also fangen wir das Spiel an. Ich brauche noch einen Riesenapplaus für... von 110.000 Mark machen würde, eine Weltreise. Allerdings, dann müsste Frederik alleine am Rad drehen, alleine an die Buchstaben drehen und dann würde er uns wahrscheinlich durchdrehen. Obwohl, das verkraftet er auch, oder Frederik? Durchdrehen? Durchdrehen. Ja, danke schön, Sonja. Ich brauche für die Schätzfrage drei Kandidaten. Xaver, du applaudierst ja hervorragend, du bist mein Kandidat. Ja, Xaver. Patricia, komm mit. Sonja! Ja, noch eine Sonja. Herzlich willkommen. Kommt mal ein bisschen näher hierher. Wie geht's dir denn so? Aufgeregt. Aufgeregt? Ja. Weshalb denn? Das erste Mal vom Fernsehen? Erste Mal. Ja. Woher bist du, Patricia? Langweilt. Langweilt. In der Nähe vom Kiel am Regensburg. Optimal. Xaver, kommst du auch aus dem Bayerischen? Richtig. Roding. Ja. Wo? Roding, Bayerischen Wald. Bayerischen Wald? Ja. Gut. Sonja, hallihallo. Hallo. Freut mich. Woher bist du? Ich bin aus München. Aus München. Studierst du oder was machst Nein, du? Nein, ich habe studiert. Ich habe Jura studiert und bin als freie Mitarbeiterin in einer Kanzlei in München tätig. Prima. Passt mir auf. Stellt euch mal schön hier auf in einer Reihe. Eine nette Schätzfrage habe ich für euch. Ich meine, jeder ist immer reif für die Insel. Jeder verreist mal gerne. Aber die Romanfigur Robinson Crusoe war etwas länger auf einer Insel als geplant. Was glaubt ihr, wie viele Jahre hat er auf der Insel verbracht? 10 Jahre. 10 Jahre? 15. 12. 12. 12. Sonja, hilf mir. Es war ganz schön lang und ganz schön einsam, trotz Freitag. 28 Jahre war er da. Pass mal auf. Ein Schweinchen für dich, Sonja. Und noch ein Schweinchen für die Patrizia. Euch wünschen viel Spaß. Dankeschön, nimm Platz. Herr Xaver ist mein Kandidat. Wir werden hier kurz mal schminken. Ein bisschen. Und dann sehen wir uns gleich in der ersten Runde wieder. Bis dann. Sonja, was gibt's von dir? Heftig geht's bei uns los mit einem Doppelbingo. Auf meiner Wand eine Frage. Und wer die richtige Antwort dazu weiß, kriegt nochmal ganze 200 Mark extra. Ja, Xaver. Jetzt bist du an der Reihe. Jetzt wird's ernst. Spaß ist vorbei. Mhm. Wollen wir uns noch länger anschauen, Xaver? Probieren wir's mal, ja? Ja? Wer länger schauen kann. Ja, nee, fang mal an, komm. Lass uns beginnen hier am Rad. Xaver, 200. Ein Baby Bertha. Nein. Carmen, auf in den Kampf. Ciao, Xaver. Weil der dabei ist. Er ist nicht dabei. Der Herzkampf ist ärgerlich. Ein S wie Siegfried. Sag mal gemein, gell? Bitte? Ein S wie Siegfried. S wie Siegfried. Ja. Zweimal das S für die Karten. Was möchtest du nun ein haben? Ein W wie Wilhelm. Ja, Wilhelm. 1050. Das T wie Theodor. Aber bitte sehr. 1650. Ich möchte einen Vokal kaufen. Ja. Und zwar das E wie Emil. Das magst du. Spitzenmäßig. Charme. 1350. Um eine Frage geht es, ja.
200. Das ist R wie Richard. Das M wie Martha. M wie Martha. Gut. Carmen, sag schnell 500. Das K wie Kaufmann. Oh, ist leider nicht im Rätsel. Dia. $250. Das N wie Nordpol, bitte. Ja, siebenmal das N. Gut. $450. Das L wie Ludwig, bitte. Oh nein. Schade. Xaver, bitteschön. Du bist mein Saalkandidat für heute. 400. David, oder? David, oder? Ja. 400. Bitteschön, Xaver, mach weiter. Du bist nach wie vor im Spiel. Immer noch 500. Das C wie Cäsar. Nein, Carmen, du hast 1000. Ich möchte das A wie Anton kaufen. A wie Anton. Ja. Das war hilfreich, denke ich mal. 1450. Ich möchte das H wie Heinrich. Das H wie Heinrich. Schade, Dea. Was wählst du aus? Ich möchte das G wie Gustav. Das G wie Gustav? Nein, 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 nein. Xaver, dreh mal. Und er dreht dir doch 450. F wie Friedrich? Nein, kein Glück. Mit diesem Buchstaben. 400. Ich nehme das P wie Paula. Ja. Carmen, 2250. Ich nehme das V wie Viktor. Das V wie Viktor. Ja, 300. Ich möchte gern lösen. Ja. Wen nannte man den Spatz von Paris? Ja. Wen nannte man den Spatz von Paris? Man konnte das Wen ja schon lesen. 200 D-Mark gibt es da noch. Die Mireille Mathieu. Bitte? Hör doch mal. Ja. Eine unvergessliche Stimme. Edith Piaf war in der Tat die Königin des französischen Chansons. Sie hat auch später Talente entdeckt und gefördert. Carmen, aber trotzdem, du hast diese Runde gewonnen mit 2550 D-Mark. Herzlichen Glückwunsch, die Aufregung kommt dazu. Jetzt habe ich Preise für dich aus dem Hotshot. Unsere drei Ratefüchse am Rad reden und ich wende brav. Und dann haben wir sie ganz schnell, die Redewendung. Ganz brav. Carmen, du bist an der Reihe. 520 D-Mark hast du übrig gelassen. Ich nehme das S wie Siegfried. S wie Siegfried. Gut, gut. Damit starten wir. Das T wie Theodor? Ja, T wie Theodor. 3020. Das F wie Friedrich? Auch das ist perfekt. Das L wie Ludwig? Für 700, L wie Ludwig, bitte sehr. Damit hast du dreimal Glück. Ich möchte einen Vokal kaufen. Welchen denn? Das E wie Emil. Einmal leider nur. Aber er ist wichtig für das SKL-Spiel
Das war nicht so nett, dieses Aussitzen. Dea. Eine Chance für dich. Und was höre ich denn für ein W wie Wilhelm, bitte. Bitte? W wie Wilhelm. W wie Wilhelm? Ja. 400. Dejan, erneut geht's ein um 400. Ein G wie Gustav, bitte. G wie Gustav. Ja. Und 250 jetzt. Ein R wie Richard, bitte. Oh nein. Xaver. Nun. Wollen wir was sehen von dir. Xaver, das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. 5070 hat die Carmen. 450. Hätte gern das D wie Dora? Ja. Spießt um 400. Hätte ich gern das N wie Nordpol? Ausgezeichnet. 7620. Wie viel habe ich? 7620. Den möchte ich ganz gerne lösen. Ja. Das Land, wo Milch und Honig fließt. Ja. Bezeichnung für Amerika. Besonders gängig im 19. Jahrhundert. Wo Milch und Honig fließen. Carmen, toll hast du das gemacht. Hey, danke. Freu dich, da ist nett was zusammengekommen. Und ich habe einen Preis für Sie. SKL macht's möglich. Wir wollen nochmal die Ratewand uns anschauen. Bitte sehr. Machen wir das doch gemeinsam. D wie Dora, M wie Martha, O wie Otto und E wie Emil. Und jetzt haben Sie das Lösungswort. War ja relativ easy, klar. Rufen Sie an 0180 528 05 und Seite 488 im Kabeltext können Sie dann morgen nachschauen, ob Sie der Glückliche sind. Einer kann nur gewinnen. Zufallsgenerator entscheidet. Viel Glück kann ich nur sagen. Carmen, 7620 D-Mark. Hey, da ist nett was zusammengekommen. Schau dir doch mal die Preise aus dem Hotshop an. Vögel, was auch immer man zu Hause haben kann. Jetzt habe ich erwähnt, das für Sie von Home oder Television. Bitte schön. Sonny Doro, Träume in Gold. Lassen Sie sich von dem exquisiten italienischen Design verführen. Und das zu traumhaften Preisen. Sonny Doro, die exklusive Schmucklinie bei Hot, der Shoppingsender. So, jetzt wird es hochinteressant. Für unsere Proberunde brauche ich drei Kandidaten. Und wen lache ich mir denn da an? Gisela, wir zwei Hübschen. Hättest Lust? Schon, ne? Einmal hier. Dann hätte ich noch die Maria. Maria, Maria, Maria. Und den Helmut. Ja, kommt hierher. Ihr dürft um einen Turbopreis spielen. Gisela, ist das so deine Lieblingsfarbe? Ja. Rosa? Doch, ja. Trägst du gerne. Aha. Woher bist du denn, Gisela? Aus Amberg. Amberg-Sulzbach. Prima. Ja. Maria, hallo. Hallo. Woher bist du denn? Ich, woher? Oh. Verrätst du mir das? In der Nähe von Fundstrauß, wo der Herr gerade schon geredet hat. Bitte, wir müssen das jetzt übersetzen. Wir haben nicht nur bayerische Zuschauer. Auch so. Woher kommt denn die Maria? In der Nähe von Weiden. Aus Weiden? Jawohl. Bittweiden. So, genau. Bitte schön, bleibt hier stehen. Helmut und du? Ja. Ich komme aus Neu-Ulm. Aus Neu-Ulm. Das ist die letzte Ecke von Bayern. Ja? Bist du Indianer sonst, oder? Ja, nachgemachter. Steht dir aber gut. Ja. Winnetou. So, ihr drei. Hans, stell doch mal den Preis. US-300 gelingt jedes Bild, egal ob Porträts, Landschaften, Action oder Nachtaufnahmen. Der Wert 800 D-Mark. Und jetzt viel, viel Spaß in der Turbo-Runde. Sogar Nachtaufnahmen. Nacht. Hast du gesagt? Ich habe gesagt Nacht. Ach so. Das ist also okay. Ich schon richtig verstanden. Was hat denn die Sonja für uns? Natürlich gibt es auch wieder einen Turbo-Tipp von mir und der ist diesmal sehr natürlich. Der lautet nämlich Natur.
Maria, fang in der Mitte an. Sag mir doch bitte den ersten Konsonanten. Sag mir einen Buchstaben. Ach, einen Buchstaben muss ich sagen. Ein Harvey Heinrich. Harvey Heinrich. Mein Helmut. Ein S wie Siegfried. S wie Siegfried. Gisela. Ein N wie Nordpol. Ja, da klingelt's einmal. Maria. David Dora. David Dora. Ja. Helmut. Das W wie Wilhelm. W wie Wilhelm. Nein. Gisela. Ein P wie Paula, bitte. Wie Paula. Ja. Maria. Das M wie Martha. Das ist auch einmal zu sehen. Lösung weißt du noch nicht, Maria, ne? Kommst du nicht drauf, oder? Mhm. Ne? Helmut, du bist dran. Ein R wie Richard. Versuchst du es mal? Nein. Gisela? Nein, ich kann es auch noch nicht ganz. Aber sag mir dann. Ein C wie Cäsar, bitte. C wie Cäsar, nein. Maria? Ein T wie Tante. T? Ja, gut. Tante Maria, weißt du es? Nein. Helmut? Pau. Viktor? Nein. Gisela? Ein K wie Konrad. Maria? Ein L wie Ludwig. Sensationell. Du weißt es aber die Lösung, oder, Maria? Kommst du drauf, ja oder nein? Helmut? Ein I. Nein. Ein I wie Ida? Ja. Ja. Weißt du es? Dalmatiner. Ja, da haben wir es. Ja, er hat das I genommen und dann konnte er mir die Lösung sagen. Herzlichen Glückwunsch, Helmut. Eine schöne Kamera hast du gewonnen. Vielen Dank. Und hier hat die Sonja noch für die beiden Damen etwas. Für die Mädels. Für die Maria, Mädels. Einmal ein Schweindel und Gisela auch noch ein Schweindel. Halte das du in hast Ehren. Eine tolle Kamera. Herzlichen Dank. Viel Spaß mit Schuhe noch. Helmut, danke sehr. Ja, war wieder aufbleiben. Dalmatiner. Schöne Hunde, ne? Hat mir auch gefallen. Aber ich habe ja einen Dobermann. Und wir haben was für Sie, nämlich eine Ticket-Hotline. Ja, da können Sie nämlich anrufen, dass Sie demnächst uns hier besuchen. Und Sie wissen ja, kennenlernen. Erstens das, Sonja kennenlernen und was so alles abläuft hier bei uns. Sie können nämlich einiges gewinnen. Im Checkpot beispielsweise sind heute 110.000 D-Mark. Sie können Saalkandidat werden. Rufen Sie an. 2.000 D-Mark ist der Höchstbetrag. Und was hat denn die Sonja für uns? Ganz gemütlich und sehr persönlich geht's weiter mit einer Person. Oh, Dian. Bitte sehr, du darfst die Runde beginnen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ein Envy Nordpol, bitte. Envy Nordpol. Zweimal. 2000. 10.170 hat die Karlungen bereits. Und wir müssen leider den 2000 D-Mark wieder wegnehmen. Xaver. Jetzt aber. Harvey Heinrich? Harvey Heinrich, ja. $900. Das C wie Cäsar. C, gut. 1.500. Wärst du mit 400? Das David, oder? Bitte schön. Person ist der Rätselbereich. 200. Das F wie Friedrich? Nein, da bekommst du einen Schwächemoment. Die Carmen ist dran. Ich hätte gern das T wie Theodor. Da hast du gut aufgepasst. Ja. 770 gesamt. Und das R wie Richard. Und das R wie Richard. So bestimmt. Ja. Ich möchte gern ein Vokal kaufen, und zwar das A wie Anton. Dann möchte ich gerne lösen. Ja. Nachtwandler. Wahnsinn!
ist ja unglaublich. Da komme ich mal rübergewandelt zu dir. Bist du denn Nachbarn oder nicht? Ja, ich ehrlich? Wirklich? Mhm. Darum hast du so schnell gewusst. 670 D-Mark sind es geworden. Hier habe ich Preise aus dem Pottschopf für dich. Ich hätte gerne das Besteck. Vielen Dank. Herr Richard, ja. Meine Herren, schaut euch das mal an. So geht das. Ja? So, und nicht anders. Das Tee wie Theodor? Ja, einmal. 3.900. Das machte Carmen jetzt im Schlaf. Das 700. Envy Nordpol? Envy Nordpol? Oh. Doch nicht. Dejan. Oh. 200. Ich hätte gern das S wie Siegfried. Okay. Dreimal. Ich hätte gern das H wie Heinrich. Ja. 400. Ich hätte gern das B wie Bertha. Ja. 1600. 700. Ich hätte gern das C wie Cäsar. Ich hätte gern das F wie Friedrich. F wie Friedrich? Ja. Ich möchte ein I kaufen. Ida. Und ich möchte noch ein A wie Anton kaufen. Bitte sehr. Und ...700. Ein D wie Dea. Wie Dea. Deo. 2600. Ich möchte ein E kaufen. Emil. Ich möchte ein O kaufen. Wie Otto. Und nun ist der Konto schon 2000. 2000? Ja. Ich möchte lösen. Der Seefahrer. Ja. Möchtest du lösen? Ja. Der Seefahrer Christoph Kolumbus. Ja. Vielleicht noch mal drehen können. Drei Konsonanten waren ja noch drin. Ja, 3 mal 3000 hätte das schon wieder anders ausgesehen. Das reicht, okay. Ja? Dejan, Columbus war eigentlich Italiener, stand ja in spanischen Diensten und hat rein zufälligerweise Amerika entdeckt, wie wir wissen. Und du hast diese Runde gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Mit 2000 D-Mark. Darfst du dir jetzt Preise aussuchen? Aus dem Hotshop, bitte sehr. Ihr seid ausgeschlafen, seid ihr fit, ja? Ja. Geht um 110.000 D-Mark, ja. Und diese fünf Bereiche sollt ihr erraten. Sache, Ereignis, Name, Eigenschaft und Beruf. Xaufer, Carmen, Dejan, was nehmt ihr denn für Buchstaben? Wir haben uns für das Ernstl entschieden. Gut. Habt ihr nichts mehr zu sagen, Xaufer und Dejan? Hoffentlich jetzt mehr. 90 Sekunden gibt es Zeit. Vorsagen ist bei euch erlaubt, nur nicht vom Publikum. Und nun, 90 Sekunden laufen ab jetzt. Viel Glück. Lose, Sache. Lose. Lage. Loge. Lose. Liege. Carmen. Lose. Liese. Sache. Liege. Larve. Nee. Name. Name. Ulf. Olf. Uwe. Dejan.
hat mir ein Laserloch. Udo? Name Udo? Ja. Nur Udo. Dafür hat es ausgereicht. Unzuverlässig. Oh, das ist auch schwer. Apothekerin. Dann Apothekerin. Luke. Und Echo. 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 Dafür. Hat den Spaß gemacht. Ja. Herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Bitteschön. Ja, da habe ich noch was. Komm, wirf mal, ja. Das ist für dich. Oh, Zaffer. Danke schön. Ja, denkt an uns, halt es in Ehren. Viel Spaß damit. Wir erhöhen den Jackpot auf 120.000 D-Mark. Ja, und 250 D-Mark gibt es noch für Sie jedes Jahr. Carmen, du malst da gerne. Sind das so Farben? Anmachen? Ja. Welche hättest du gerne? Den hätte ich gerne. Bitte schön. Ja. Carmen, unsere Bonusrunde zu gewinnen und zu knacken, ist auch immer etwas Glückssache. Drum wünsche ich dir ganz viel Glück bei dieser Sache. Dann gibt es den Ernstl sowieso von uns. Welche Buchstaben höre ich denn von dir? Ich hätte gerne das D wie Dora, das K wie Konrad und das A wie Anton. Okay. D, K, A. Eine Sache. Zu dem Ernstl. Ja. Ich denke, das wird ein Fall für die Carmen. 15 Sekunden laufen ab jetzt. Viel Glück. Dunst, Nagel, Dunst, Auge, Dunst, Lampe, Lampe, Duft, Lampe, Duft, Lampe, Öl, Lampe. Schwer. Carmen. Komm mal kurz mal reingluten. Ja. Hi. Auch noch das Auto. Oh. Xaver, Dejan, Carmen, herzlichen Dank. Spannung bis zur letzten Sekunde hier wieder beim Glücksrad. Wir sehen uns morgen wieder, aber bleiben Sie dran, denn jetzt gibt's Ken Kikoma. Und anschließend MacGyver. Der Mann, der alles kann. Ehrlich? Ich glaube schon. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Der Mann, der alles kann.